Hip-Hop-Nachwuchsförderung Made in Bremen-Vierland. Das ist der Hein und Mück Music Contest 2013. Zudem haben Hein und Mück im März zusammen mit Bremen 4 und Bremen Next aufgerufen. Ihr konntet eure Songs und Videos im Netz hochladen. Und die Bedingung war, ihr müsst aus dem Bremen-Vierland kommen, also Bremerhaven, Bremen oder dem Umland, und zwei bestimmte Beats benutzen, die euch vorgegeben wurden. Und bis zum 10. Mai liefen dann die Bewerbungen und wir verkünden jetzt die Gewinner. Dazu sind Hein und Mück persönlich rumgekommen. Hallo. Moin, moin. Moin. Seit März habt ihr gesucht beim Hein und Mück Music Contest. Wie viele Leute haben mitgemacht? 14 Leute haben mitgemacht. Einsendungen auf YouTube, dann auf unserer Chronik auf Facebook. Top Sache. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Es gab ja auch einen coolen Anreiz, nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch 500 Euro. Money, money. Zweimal 500 Euro gab es zu gewinnen, genau. Würdet ihr denn jetzt so im Nachhinein sagen, mal abgesehen von den beiden Gewinnern, die wir gleich verkünden, gab es irgendwelche super schrägen oder super einfallsreichen, super tollen Sachen, die euch besonders im Kopf geblieben sind? Also wenn wir die jetzt sagen, dann kann man ja die Gewinner schon in einer Minute herauskristallisieren. Genau, ohne die Gewinner zu sagen. Nee, wir waren auf jeden Fall erstmal schon wieder begeistert, dass halt wieder welche mitgemacht haben. Wir freuen uns einmal über jeden Einzelnen, der da was produziert und sich halt hinsetzt und die Mühe macht. Das finden wir auf jeden Fall super. Richtig viele Leute aus Bremerhaven wieder mitgemacht, was uns freut, und aber auch aus Bremen und ich glaube komplett umzu, alle mal dabei. Und im Kopf geblieben, hast du jetzt gefragt, ne? Lustig fanden wir auf jeden Fall den Rap von Tyzoon. Eine super Story. Bremen, die Bremer Stadtmusikanten halt gut verpackt, wie er halt zum Rap gekommen ist. War auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Haben auch viele, die das mochten bei uns im Umkreis. Eismann richtig gut gerappt, glaube ich. Also wo sich auch alle einig, genau, skilltechnisch alle richtig einig waren, dass das cool war. Ja. Es hört sich auch ein bisschen so danach an, dass es gar nicht so einfach war, dann nachher einen Gewinner auszusuchen. Man muss nochmal sagen, es gab zwei Gewinner. Einmal ein Like-Entscheid über Facebook im Prinzip, ne, wo alle eure Freunde, Follower mit abstimmen konnten. Genau, das war der Like-Preis, wo die Follower der Leute dann abgestimmt haben. Mhm. Und den konnte man ja jetzt schon quasi seit einer Woche sehen. Wir wissen ja, das ist Nicole. Aber das wissen ja alle schon. Genau. Wollen wir damit erstmal anfangen? Dann hören wir uns nämlich den Beitrag von Nicole jetzt einfach mal an. Respekt, cooler Song. Ich sehe jeden Tag da draußen, wie sie ticken, wie sie drauf sind, wie sie swaggen, jede Chick, die nicht bei drei auf einem Raum sitzt. Sie glauben, es wäre Zeit, deine Frau zu triumphieren. Ich glaube, dass es Zeit ist, all den Scheiß zu dementieren. Sie tragen harte Masken, die sie selber auferlegten, und verpassen den Moment, um aus dem Teufelskreis zu trinken. Rings Barretta, Mr. Bapo, Taschenmesser, Fake Bostaco, Hassel-Checker aus Marokko, harter Rapper aus dem Ghetto. Fuck, der Pass fällt auf den Boden, alle rufen laut nach sowas. Bist nicht Ahmed aus dem Viertel, nein, in Wahrheit heißt du Thomas. Groß geworden, im Osten bei der Oma. Siehst deine Leinen gewissen rein und lebst im Koma. Trauma war ja schon davor, da bist vom Leben überfordert. Hast den Hass in dir gefördert und noch Nachschlag angeordnet. Denn dein Leben lief so kacke, Wodka-Cola bis zum Kotzen. Doch das alles ist dir Latte, Motto, ohne ihn zu protzen. Und ich wollte mich nicht werden, mein Verstand setzt voraus. Deine Frau, die euch wegweist, das ist das, was sie braucht. Und ich wollte mich nicht werden, mein Verstand setzt voraus. Eine Frau, die euch wegweist, das ist das, was sie braucht. Und ich wollte mich nicht werden, mein Verstand setzt voraus. Eine Frau, die euch Ja, das war Nicole, eine der Gewinnerinnen beim Hein und Mück Music Contest. Also schon krass, die hat richtig viele Leute mobilisiert. Finde ich cool. Viele Kommentare. Für Mädel auch ziemlich cool, ne? Auf jeden Fall, haben wir uns gefreut. War auch die zweite Einreichung nach Knostel der Huber, cooler Freestyle. Gleich aktiviert die Leute, bumm, hinterher gewesen, relativ früh eingereicht und wirklich das Ding dann nach Hause getragen. 500 Euro. Es gab natürlich noch einen Preis und da muss man jetzt sagen, wird es spannend, denn den verkünden wir hier exklusiv bei Bremen 4. Das ist nämlich der Jurypreis. Sagt nochmal kurz, wer saß euch außer euch beiden in der Jury? Genau, wir hatten in der Jury das Nordsee-Redaktionsmitglied Lina. Dann saßen in der Jury Mob Inc., Race, Jumper Beats und wir. Sind das alles Rapper aus Bremerhaven? Nur für die Leute hier in Bremen-Vierland, die nicht wissen, wer das alles ist. Rapper, Beat-Produzenten und Zeitung, genau. Also durchmischt. Okay, dann wollen wir es nicht weiter spannend machen. Komm, Jungs, wir sorgen erstmal für einen kleinen Trommelwirbel, okay? Ja, bitte, bitte. Mach mal. So, jetzt verkünden wir hier also bei Bremen 4 den Gewinner. Die Gewinnerin ist es ja schon nicht mehr, kann ja nicht sein. Das Hein und Mück Music Contest 2013. Hein und Mück, bitte jetzt. Der Gewinner ist Igor mit Fake. Ja! Yay. Yes. Igor, Glückwunsch. Igor, Shoutout to Igor. Was uns halt irgendwie schon beeindruckt hat oder auf eine gewisse Weise ist auf der einen Art das Thema, womit er sich auseinandersetzt, weil sehr es halt, cooler Text, ne? Der Text geht halt schon halt um Träume, die halt auch junge Menschen haben und die auch teilweise nicht erreichen.
Und das sehen wir auch schon generell als Problem. Man sieht es ja, was auch in der Gesellschaft passiert, dass Sachen in die Menschen hinein projiziert werden und die Wünsche haben, die unerfüllbar sind und dann wieder angeregt werden zum Konsum. Und dass materielle Dinge am Ende einfach nicht so wichtig sind. Und da hat er das gut thematisiert, fanden wir sehr gut. Und das Gesamtpaket war einfach eine Sache. Er hat ein Video gedreht, die ganze Sache an sich war rund. Er hat einen Trailer gemacht, er hat sich wirklich hingesetzt, er hat produziert. Das haben zwar alle gemacht, aber bei ihm haben wir gemerkt, er hat letztes Jahr auch schon mitgemacht. Und irgendwie sind wir der Meinung, dass es auf jeden Fall gerecht ist, ihm den Preis zu geben. Eine krasse Entwicklung. Technisch richtig gut, was auch der Rest der Jury quasi bestätigt hat. So. Und ich glaube, dass er sich auch noch weiterentwickeln wird. Ja. Das ist ja auch oft so ein Preis, gibt ja auch oft einen Ansporn, ne? Wie der Bambi, so ein bisschen. Und das war halt so unsere Entscheidung. Jetzt nochmal Respekt zu allen, also da waren auch auf jeden Fall Rapskill technisch auch noch richtig Perlen dabei. Ja. Also viele fanden auch Tyson gut, auch aus unserem Umkreis. Genau. Und die Sachen kann man sich natürlich auch bei euch auf der Facebook-Seite einfach nochmal anschauen in voller Länge. Wir hören jetzt natürlich in den Gewinnersong rein von Igor. Ich danke euch, Hein und Mück, dass ihr da wart. Danke für den Contest. Danke, danke. Ja, wir danken allen Teilnehmern. Und dann wahrscheinlich bis nächstes Jahr. Ja, wir haben da schon ein paar Sachen in Planung, auch mit der Jury ein paar interessante Neuerungen, die das alles wieder noch ein bisschen transparenter, noch ein bisschen besser machen. Genau. Und da kommt wieder was und da ist das Game wieder komplett offen. Da kann wieder gerangelt werden. Ich hab vieles gesehen, meine Ziele gelebt, lebe ziemlich bequem wie die Jeans, die mir steht. Und ich liebe mein Leben, denn ich bin einer von denen, die, wenn du sie in deiner Gegend siehst, du Nackenprobleme kriegst, weil du zurückblickst und weil die neben mir fortfahren, sehen sie mich fortfahren und danach mein Rücklicht. Mich bedrückt nichts, denn ich geb im Quattro gar plus, ich bin glücklich. Ich denk nicht über Kraftstoff nach, nichts macht mich verrückt, nicht einmal der Betrag, wenn ich den Tank voll mach, weil wenn ich in die Tasche greife, ich mit massweise Scheinen die Hand voll hab. Endlich Rapstar, dabei sagt die meisten, das geht nicht, ich schmeiß Geld aus dem Fenster, wie früher fast Michael sein Baby. Ich hör Leute sagen, sieh nur, ich kenn den, da ist Igor im Bentley, nicht nur schön, auch reich, so will jeder auch sein und es so weit als Rapper bringen. Ich wach auf, weil mein verdammter Wecker klingelt. Das ist also Igor, der Gewinner des Hein und Mück Music Contest 2013 könnt ihr euch in voller Länge anschauen und anhören auf der Facebook-Seite dazu.